99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Diese Woche geht es darum, dass ihr Alchemistinnen seid. Also du bist eine Alchemistin und du bist ein Alchemist. Und ich meine das ganz ernst und ich meine das ganz auf jede und jeden von euch bezogen. Wir haben in uns ein alchemistisches Labor, in dem wir Dinge verändern können, heilen, indem wir sie alchemisch verändern. Und dass das die einzige Art von Heilung ist, die wirklich nachhaltig ist und gesund, darum geht es heute in unserem Podcast diese Woche. Herzlich willkommen dazu. Wenn wir mal so unser Leben betrachten und uns, dann geht mir das zumindest so, euch wahrscheinlich auch, dass ich gerne Probleme weg hätte, los hätte. Also ich hätte gerne bestimmte Umstände in meinem Leben weg, ich hätte gerne bestimmte Eigenschaften von mir irgendwie anders oder weg, bestimmte Probleme gelöst, bestimmte Krankheiten einfach weg, Beschwerden einfach weg. Ich hätte gerne, dass sie weggehen. Ich möchte sie gerne loswerden. Und das war früher so unsere Herangehensweise an Heilung. Also wie kann ich es auflösen, wie kann ich es loswerden, wie kann ich es loslassen, wie kann es weggehen. Und auf der einen Seite ist das sehr verständlich, ganz nachvollziehbar und es geht in vielen Dingen auch. Also ich habe gerade über EFT und Theta, also meine Haupttechniken, wirklich festgestellt, dass Dinge sich wirklich auflösen, aufgelöst haben, in Luft aufgelöst haben, sich verändert haben, nicht mehr da sind, also auch körperliche Beschwerden, Eigenschaften, Ängste, auch bestimmte Lebensumstände sich dadurch wirklich komplett verändert haben. Mir geht es nicht darum, dass das nicht geht, sondern mir geht es darum heute, dass wir ein alchemisches Labor in uns drin haben, in dem wir selber Probleme verändern können, heilen können, indem wir einen alchemischen Prozess mit ihnen durchlaufen und sie auf eine ganz, ganz nachhaltige, gesunde und echte Art dadurch wirklich transformieren können. Wenn ich jetzt gesagt hätte, lösen, wären wir wieder in der alten Idee. Also wir können und nur wir können in unserem inneren Labor, sprich unser Bewusstsein und unser Körper, all unsere Themen oder unsere Themen, unsere Probleme alchemisch verändern. Energetisch, alchemisch, alchemistisch verändern. Und das wird sie komplett transformieren. Und das ist eine ganz andere Haltung, als ich möchte es loswerden. Es ist eine Veränderung durch Annahme, dass es da ist, also Akzeptanz, ja, es ist nun mal da, okay. Und ein komplettes Umschalten auf eine ganz andere Ebene, in einen ganz anderen Bereich, nämlich auf den Körper, auf die Körperwahrnehmung. Und dort ist es eine energetische, wirklich komplette Transformation des Themas. Und darum geht es heute. Ich habe irgendwann mal das schöne Zitat gelesen, dass Alchemismus nicht bedeutet, Blei in Gold zu verwandeln, sondern Ego in Seele. Und das hat mir sehr gut gefallen. Weil genau darum geht es heute, darum geht es bei mir. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, an meiner inneren Entwicklung oder ob es generell an unserer Entwicklung liegt, dass ich immer mehr feststelle, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, Dinge zu analysieren. Also früher und gerade die Analyse von nach Freud, also wirklich die Psychoanalyse, was der Name schon sagt, geht sehr über den Geist, über das Kognitive, über das Bewusstsein, aber vor allem über das kognitive Bewusstsein, geht eben in die Tiefe, analysiert Dinge. Also wir haben ein Problem, wir haben irgendeine blöde Situation. Zum Beispiel, ihr habt Streit heute gehabt mit, sagen wir mal, eurer Nachbarin. Es war sehr unangenehm, vielleicht geht es um die Hecke und vielleicht geht es darum, dass die Äste überhängen. Es war eine sehr unangenehme Situation. Was passiert normalerweise bei uns? Also bei mir zumindest als fliegendes Hörnchen ist bis jetzt oder früher mal das passiert. Ich habe dann drüber nachgedacht und bin in diesen Mahlstrom aus rasendem ICE von Gedanken und Loops und warum hat sie das gemacht? Ich habe ihr doch letzte Woche noch gesagt, ich möchte bitte und ich war doch ganz freundlich und jetzt sagt sie das und was mache ich jetzt und boah, der zeige ich es oder was auch immer, wie ihr gestrickt seid. Also diesen Einraum nach dem anderen Loops.
Wir bleiben also komplett im mentalen Bereich, also im Nachdenken, Denken, gedanklichen Bereich, Mentalkörper, und rumsen da immer wieder gegen die Wand. Das ist wie so ein bisschen wie so beim Pinball, also beim Flipper, diese Kugel, die immer so gegen die Wände knallt und im Prinzip dann wieder nach unten kommt und dann flippern wir sie da hoch. Das ist immer das Gleiche. Wir versuchen dann vielleicht, es zu analysieren. Also wir versuchen vielleicht dann zu sagen, okay, stopp mal. Also was hat sie genau gesagt und was habe ich dann gesagt und warum hat sie das gesagt und könnte das sein, dass? Wir gehen dann immer weiter in dieses Analysieren hinein. Oder wir verdrängen es, auch eine Möglichkeit. Wir denken nicht mehr dran, wir versuchen uns abzulenken, wir gucken ständig ins Handy, was ja fast immer tatsächlich eine Ablenkung davon ist, dass wir uns eigentlich mit uns beschäftigen müssten. Aber das nur nebenbei. Also wir lenken uns ab, wir machen was anderes, aber es lungert im Hintergrund. Wir wollen es nicht haben. Wir wollen dieses Thema, wir wollen dieses Problem nicht haben. Und wir überlegen uns eben, wie wir es loswerden können. Wie gesagt, verschiedene Strategien, rationalisieren, auch spirituell, auch das kann eine Rationalisierung sein, dass wir versuchen zu sagen, ja, aber vielleicht ist es eine Botschaft oder eine Lektion oder sowas. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, das ist gesünder, als tatsächlich zu sagen, oh, ich bin Opfer und mir ist da was Doofes passiert und die ist blöd. Also es ist sicher besser mal zu überlegen, okay, stopp mal. Okay, hat sie das denn wirklich gesagt? So. Und was hat sie vielleicht damit gemeint oder was denke ich, dass sie gemeint hat damit? Also was ist bei mir da an Grundschmerz drunter? Ich bin unwichtig, ich werde nicht gesehen, egal was ich sage. Andere machen sowieso, ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf und vor allem eben auch, ich bin unwichtig oder unsichtbar. Okay, das ist so unsere übliche Art gewesen, damit umzugehen. Ich schlage heute mal eine ganz neue Art vor, die sehr alchemistisch ist und die tatsächlich einen echten Transmutationsprozess in Gang setzt. Also es ist wirklich komplett transformiert, komplett verändert. Denn ihr habt sich ja auch oft festgestellt, ihr könnt es analysieren, bis ihr grün werdet und es ist immer noch da. Wir fühlen immer noch dieses dumpfe Unbehagen oder diese Wut, diesen Groll. Auch wenn wir da gesagt haben, ja und wer weiß und Lektion und so weiter, das ändert am emotionalen Wahrnehmen und an der Situation im Außen normalerweise gar nichts. Wie wäre es, wenn wir das mal vollständig anders angehen würden? Nämlich, statt einen Widerstand dagegen zu haben und es nicht haben zu wollen und trotzdem dann sehr damit beschäftigt zu sein, in diesem mentalen Gefängnis, wir sind sehr gefangen in diesem Mentalkörper, in diesen Prozessen, in diesen Gedankenprozessen, sehr, 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 sehr gefangen. Also wie wäre es, wenn wir da mal aussteigen würden und komplett es aus einer höheren Warte betrachten? Und mit höherer Warte meine ich paradoxerweise tatsächlich auf den Körper umschalten. Also ein bewusstes Umschalten, ein bewusstes Merken, boah, was passiert da gerade? Okay, ja, da war dieser Streit mit meiner Nachbarin und ich reg mich da jetzt sehr drüber auf. Okay. Und Punkt 1, also erstmal erkennen oder bemerken, ah, ja, okay. Okay, ich bin jetzt gerade, okay, ich würde jetzt in diese Loops gehen, aber okay, was war denn jetzt eigentlich? Okay, ich habe mich da sehr drüber aufgeregt, ich merke, es beschäftigt mich sehr, es belastet mich sehr. Auch 2 Stunden später. Okay, der zweite Schritt ist zu sagen, es ist da. Also Akzeptanz in einer Hinsicht, dass wir einfach anerkennen, dass es da ist. Ich habe im EFT mal gesagt, da gibt es ja dieses Statement, dieses Setup, Öffnungssatz, auch wenn ich dieses Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich habe immer dazu gesagt, das heißt nicht, dass ich es mögen muss. Das heißt einfach nur, ich erkenne die Existenz dieses Problems an. Ja, es ist nun mal da. Ich muss es weder lieben noch mögen, aber ja, es ist da. Und genauso machen wir das eben auch. Das ist der Beginn dieses alchemischen Prozesses. Dieses Labors, was wir in uns drin haben, was Dinge wirklich nachhaltig löst und zwar komplett und von einer ganz hohen Warte aus. Also erstmal erkennen, ich bin aufgewühlt, ich bin gestresst, ich bin wütend, ich bin durcheinander, irgendwas, ich fühle mich nicht wohl. Punkt 1. Punkt 2 zu sagen, eine gewisse Akzeptanz, also ja, es ist da. Ja, ich fühle mich aufgewühlt, es ist so. Punkt 3 ist dann auf den Körper umzuschalten. Und bis ich das verstanden habe, sind viele Jahre ins Land gegangen. Also früher, ich bin ein fliegendes Hirn und alle, die auch sehr in diesem Mentalkörper drin sind,
werden das nachvollziehen können. Wenn mir da jemand gesagt hat, fühl's doch einfach, war ich völlig irritiert, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich nachschauen soll. Also ich wusste gar nicht, wie das geht. Also nicht, dass ich keine Gefühle hatte, aber ich wusste nicht, wie ich das machen soll, dass ich die Gefühle einfach fühle. Ich wusste es wirklich nicht. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, auf die Körperwahrnehmung umschalten. Also wirklich auf dieses Körperbewusstsein umschalten. Das ist ein bewusstes, ich musste das trainieren. Also ein wirklich bewusstes Umschalten von diesen Aktivitäten im Gehirn, im Kopf, wo auch der Schwerpunkt dann liegt, diese inneren Bilder, wirklich auf den Körper umschalten. Da hat mir EFT sehr geholfen, aber auch generell, das ist einfach die Entwicklung, die ich dann irgendwann mal durchgemacht habe und dann verstanden habe, ach, das ist gemeint. Jetzt habe ich es. Also damit ist einfach gemeint für meine co-fliegenden Hirnchen, damit ist wirklich eine physische Verlagerung der Aufmerksamkeit in den Körper, auf die Körperaufmerksamkeit gemeint. Also wo im Körper spüre ich das gerade? Wie groß ist das? Welche Farbe, welche Form hat das? Ich merke es hier. Und hier so ein bisschen. Und ich hatte das die letzten paar Male ja auch immer mal wieder angesprochen, dieses Wo statt Warum ist ganz, ganz wichtig. Das ist eben dieses Wo statt Warum. Also nicht warum hat sie das gesagt, warum sage ich das und so weiter, sondern Wo statt Warum. Weil in diesem Wo auch das Warum mit drin ist. In diesem Wo sind meine ganzen Muster, die da unten drunter sind, die da aktiviert werden, alle mit drin. Da ist alles, was ich jemals dazu erlebt habe, mit drin. Das ist die gepackte Datenbank, Informationsbank für alles zu diesem Thema ist im Körper gespeichert. An dieser Stelle, die ich jetzt gerade wahrnehme, dieses hier im Nervensystem ist es gespeichert, hier im Körper spüre ich es. Also aufs Spüren und Wahrnehmen tatsächlich umschalten, gar nicht so sehr aufs Fühlen, weil da wusste ich gar nicht, was ich tun soll, sondern aufs Spüren und Wahrnehmen. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, das ist gemeint, jetzt verstehe ich es. Okay, also wirklich auf den Körper sich hinsetzen, ein paar Minuten Zeit nehmen nach dem Streit mit der Nachbarin, hinsetzen und wirklich mal erstmal, eben wie gesagt, erkennen, ich bin aufgewühlt, akzeptieren, dass ich aufgewühlt bin, dass das blöde Situation war und dass mir das zu schaffen macht. Und dann dritte Stufe ist, tatsächlich im Körper mal wahrzunehmen, wo genau, wo ist das? Und damit fängt schon dieser alchemische Prozess an, dieser alchemistische Prozess, diese Verwandlung von Blei in Gold. Diese Verwandlung von einem festgefrorenen, an dieser Stelle schockgefrosteten, eingelagerten Thema, Problem, Information, ein Auftauen, ein Verwandeln, ein Flüssigmachen, ein nach und nach wirklich Auflösen und Transformieren. Also Auflösen durch Transformationsprozess. Der genau beginnt schon mit diesem Moment, wo ich im Körper, auf den Körper umschalte, mein alchemistisches Labor. Und mich dort frage, wo genau ist das? So, und dann nehme ich das wahr. Hier und hier auch ein bisschen. Und alleine schon dieser Abstand, den ich dadurch habe, ich merke, dieser Stress ist nicht im ganzen Körper, sondern tatsächlich an einer Stelle. Und die ist meistens gar nicht mal so besonders groß, stellen wir dann fest. Also an einer Stelle ist das gespeichert. Es gibt aber, wie gesagt, auch viele andere Bereiche, das hatte ich ja letztens auch schon, die keinen Stress haben. Genau, letzte Woche im Podcast. Also, wo ist es überall nicht? Auch eine interessante Wahrnehmung. Fast überall nicht. So gestresst bin ich also gar nicht. Gut. Aber gehen wir wieder auf den Bereich, der diesen Stress gespeichert hat oder wo wir uns unwohl fühlen, wo wir dieses Unbehagen spüren. Also fühlt nach, fühlt rein, nehmt wahr. Und das fängt schon an, das Ganze zu transformieren. Also diese Transmutation oder Transformation. Eine Transformation ist eher die Form verändern, also dass etwas, was fest war, eben flüssiger wird, dass sich die Farbe verändert, die Form. Eine Transmutation, darum geht es hier, ist eine Komplettverwandlung in eine andere, in ein anderes Material. Eben Blei zu Gold oder eben Ego zu Seele oder zu Selbst, besser in meinem Sprachgebrauch wegen. Das wäre das Ego oder Persönlichkeit in Selbst verwandeln. Also dadurch alleine schon, dass wir es mit Interesse und Neugier befühlen, nachfühlen. Welche Form hat das denn? Ist das gleichmäßig geformt oder unregelmäßig? Das macht einen Kontakt. Also dieser innere alchemistische Prozess fängt in dieser Sekunde an.
Das andere sind die Vorbereitungen. Und jetzt fängt dieser alchemistische Prozess, dass wir dieses Thema in die Gegenwart von unserem Bewusstsein bringen. Also das Bewusstsein ist dieses Agens, dieser Stoff, der diese Veränderung macht, dieses hohe Bewusstsein. Alles verändert sich, wenn es mit Bewusstsein in Kontakt kommt. Alles verändert sich, wenn es mit Liebe in Kontakt kommt. Das fängt schon an, das Thema zu verändern. Ungefähr nach 20 bis 30 Sekunden ist so eine Erfahrung. Also wir fühlen es mal von innen an, ganz interessiert und neugierig, mit einer freundlichen, wohlwollenden Grundhaltung. Und mehr so der Haltung, Mensch, was ist denn da los, als mit dieser Haltung, das muss weg oder was stimmt mit mir nicht, dieses Ganze. Was wir eben in diesem mentalen Gefängnis normalerweise nur so zur Verfügung haben. Wir fühlen es an, wir betasten es, wir erforschen es, wir untersuchen es, wir fühlen mal rein, welche Konsistenz hat das denn? Ach, interessant. Es ist eher fest in der Mitte und am Rand ist es mehr so weich. Ach, spannend. Wir ziehen alle Label und alle Bezeichnungen ab. Es ist gar nicht mehr Unruhe. Wir müssen es nicht benennen. Wir müssen nicht analysieren, okay, ist das jetzt eher eine Wut und drunter ist irgendwie Angst oder schäme ich mich? Ist da auch ein bisschen Scham vielleicht mit dabei? Das machen wir nicht. Sondern wir ziehen im Gegenteil alle Label ab. Es ist nur diese Wahrnehmung an der Stelle. Da ist alles mit drin. Alles, was wir wissen müssen, ist ein implizites Wissen. Also ist alles sowieso da drin. Wir fühlen rein und nehmen es nur in seiner Gesamtheit wahr und Konsistenz und Farbe, Form, Ränder sind immer sehr interessant. Wenn ihr das macht, werdet ihr nach 20 bis 30 Sekunden meistens feststellen, dass es anfängt, sich zu verändern. Interessanterweise wird es tatsächlich flüssig meistens. Es fängt an, weicher zu werden, flüssiger zu werden. Wieder eine interessante Analogie mit dem Blei zu Gold, wobei das jetzt erstmal das Blei flüssig machen wird. Das ist so bei dieser Idee. Die Transformation kommt aber bei uns noch drauf. Die ist eben bei Blei zu Gold. Das war eben diese geheimnisvolle Zutat, die alle ganz lange gesucht haben, der Stein der Weisen, der eben da diesem Prozess beigegeben, Blei eben gekocht oder weich gemacht. Wenn der Stein der Weisen, der nie gefunden worden ist, zugegeben worden ist, hat es dann eben Blei in Gold verwandelt. Und bei uns interessanterweise, wir kennen die Zutat. Die Zutat ist unser Bewusstsein, unser Interesse. Vor allem aber unser Bewusstsein, weil wir Teil von diesem großen Bewusstsein sind. Wir sind ein Ausdruck von diesem Universal Consciousness, von diesem ganz Großen. So, wir fühlen das also an und es fängt an, sich zu bewegen und verändern. Und wir merken irgendwann, ach interessant, es fängt an zu, es wird flüssig, es geht nach links und die Farbe verändert sich und die Form. Ach interessant, und irgendwann hat es sich meistens dann nach einer Weile komplett aufgelöst. Heißt das jetzt, es ist komplett weg, das Thema? Nicht unbedingt. Es heißt aber, wir lösen jedes Mal, wenn wir das auf diese Art und Weise machen, lösen wir Schicht um Schicht um Schicht. Das ist tatsächlich wie bei einer Zwiebel, dass wir eine Schale nach der anderen immer dann, wenn es akut wird, eben auflösen, wenn wir es auf diese alchemistische Art lösen. Also wir lösen es tatsächlich auf einer energetischen Art und in dem Fall ist energetisch nicht schwach oder weniger als, sondern der Oberbegriff für alles, also viel stärker als. Das ist die Grundlage für alles. Es ist also viel mehr, als es mit dem Verstand zu analysieren und vielleicht zu irgendeiner Entscheidung zu kommen mit dem Mentalen, mit dem Kognitiven. Wir verändern auch die Muster darunter, wenn wir es auf diese Art und Weise machen. Viel, viel tiefer. Wenn wir so ein bisschen Vergleich brauchen, ist das ein Eisberg und die Spitze ist eben dieser Streit mit der Nachbarin und das, was wir darüber denken. Aber wir wissen ja, 7/8 vom Eisberg sind unter Wasser, von jedem Eisberg. In den 7/8 ist die ganze Begründung drin, warum wir da so reagieren, wie wir aufgewachsen sind, was wir von uns glauben, wenn wir glauben, dass wir eben unsichtbar sind oder unwichtig, weil das irgendwie so in unserer frühen Umgebung eben das war, was wie es war, dann wiederholt sich das jetzt einfach. Dann ist das der Grund, warum mich das so aufregt. Das ist gar nicht unbedingt nur der Streit, sondern der löst halt diese ganzen gespeicherten alten Muster, Programme, Erfahrungen, Selbstbild, Weltbild, löst das einfach alles aus. Und das ist alles damit drunter in diesen 7/8. Und ja, man kann natürlich von der Spitze vom Eisberg, das macht eben EFT zum Beispiel und Theta und meine Minimatrix und andere Techniken, man kann da schon
von der Spitze des Eisberges sich Schicht für Schicht für Schicht für Schicht nach unten arbeiten. Das war ja auch im letzten Podcast so, den ich euch sehr ans Herz legen mag, über Glaubenssätze und Grundüberzeugungen, wie man die erkennen und lösen kann, weil das ist ja das, was dahinter steckt. Das sind die 7/8. Man kann sich da wirklich Schicht für Schicht dahin arbeiten. Das ist auch wertvoll und gut. Auch das wird verwandeln. Aber diese Methode, dieses Alchemistische, ist noch schneller und einfacher. Und die ist vor allem für Menschen geeignet, so wie wahrscheinlich euch, alle, die ihr mir zuhört, die schon ganz viel an sich gearbeitet haben, im Prinzip auch schnell immer dahin kommen. Also schnell auch merken, ja klar, ich bin da wieder an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich bin unwichtig oder unsichtbar. Und dann möchten wir ja das lösen und ändern. Und das ist, wie gesagt, am einfachsten, wenn ihr einfach nur Alltagsprobleme oder Themen als Gelegenheit nutzt, diese sehr angenehme Übung zu machen und diesen alchemistischen Prozess zu starten und euer Labor anzuwerfen, also alle Bunsenbrenner anzumachen und euer Labor betriebsbereit zu machen und das auch zu nutzen dann. Auf diese Art und Weise macht ihr eine Transmutation von Ego in Seele oder Selbst, von Persönlichkeit und Erfahrungen, die wir gemacht haben und Schmerzen und Verletzungen und Mustern, hin zu Gold, also innerem Gold, wirklich leuchten, also unser Selbst. Das hat viele Aspekte und der wichtigste Aspekt, glaube ich, oder die beiden wichtigsten Aspekte sind zum einen, wir haben keinen Widerstand mehr dagegen. Das machen wir normalerweise. Wir haben mega Widerstand gegen alles, was uns stört und was wir nicht mögen. Es ist sehr verständlich menschlich zu sagen, ich will das nicht. Aber manchmal sind Situationen halt so, wie sie sind und wir haben manchmal eine Krankheit, die ist einfach da. Wir haben eine Beschwerde, wir haben eine Situation bei der Arbeit, die ist so im Moment so, wie sie ist. Und Widerstand dagegen zu haben, wie auch immer, wie gesagt, ihr diesen Widerstand, ob ihr es verneint, ob ihr es bewertet, ob ihr es unterdrückt, ob ihr versucht, es wegzumachen in irgendeiner Form, ob ihr euch ablenkt durch irgendetwas, das ist heutzutage so unser Haupt-Go-To sozusagen als Strategie. Das sind alles nur Ausdrucksformen von ich will das nicht. Ich will das nicht. Aber wir haben da eben ganz viel Energie dahinter und ihr wisst, dass das wirklich die sicherste Methode ist, etwas ganz lange in eurem Leben zu halten, ist Widerstand dagegen zu haben. Je stärker euer Widerstand, desto stärker ist die Bindung zu dem, wogegen ihr euch so wehrt. Weil ihr euch dann sehr damit beschäftigt. Das ist einfach, ich meine das jetzt auch gar nicht auf einer vielleicht auch esoterisch manchmal falsch verstanden oder sehr, sehr vereinfachten Art und Weise. Aber ich meine einfach, je mehr Widerstand ihr zum Beispiel bei Menschen, die prokrastinieren, also die diese Aufschieberitis haben, zum Beispiel Steuererklärung oder die Buchhaltung, also nehmen wir mal die Steuererklärung, je mehr ihr versucht, das zu vermeiden, die Steuererklärung zu machen, euch abzulenken und tausend andere Sachen zu machen, desto stärker wird tatsächlich die Energie, die Wichtigkeit, die ihr dieser Steuererklärung gebt und dem Widerstand dagegen. Also es wächst im gleichen Maße. Ich will diese verdammte Steuererklärung nicht machen, ich mache jetzt was anderes. Es ist aber jetzt nicht so, dass die weg ist, sondern das lungert halt am Rande des Bewusstseins natürlich weiter. Ihr wisst, dass diese Steuererklärung einfach wartet und dass ihr die irgendwann mal machen solltet. Und ihr fühlt euch immer schlechter und der Berg wird immer größer. Also es ist nicht so, dass das weggeht dadurch, dass wir es ignorieren und dass wir uns ablenken oder dass wir es rationalisieren oder analysieren, sondern indem wir uns dem zuwenden. Das ist die einzige Art und vor allem auch eine einfache und schonende und meistens auch sehr angenehme Art, uns mit dem Thema wirklich zu beschäftigen und es auch wirklich zu lösen. Also nicht es wegzumachen, sondern es zu transformieren. Also Widerstand ist die eine Sache. Keinen Widerstand leisten, sondern sagen, das ist jetzt so, was mache ich denn jetzt damit, macht viel mehr Sinn. Und zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich setze mich mal 5 Minuten hin und fühle mal wirklich nach. Aber im Sinne von nicht, ich fühle es einfach, sondern ich untersuche und erforsche es, ich nehme mit meinem Bewusstsein Kontakt damit auf und starte damit diesen alchemistischen Prozess des wirklichen Lösens, des Transformierens und des Transmutierens. Das sind die beiden Sachen. Also Bewusstsein ist unser Stein der Weisen tatsächlich. Liebe, Interesse und Bewusstsein. Und Akzeptanz im Sinne von, ja, das ist da. Ich schaue es mir jetzt mal an. Ich fühle es mal. Ich nehme es mal wahr. Ah, interessant. Hier ist es. Okay. Und das
setzt diesen alchemistischen Prozess in Gang, dieser Verwandlung. Gut, dann viel Freude mit diesem, mit eurem inneren alchemistischen Labor. Ich sehe das immer so, dass ich habe da schöne Bilder wirklich von so Bunsenbrennern und irgendwelchen Sachen, die blubbern und irgendwelchen tollen Kräutern an der Wand und so weiter. Ihr seid Alchemistin und Alchemist. Und ihr seid insofern auch Magierinnen und Zauberinnen oder wirklich, das ist alles, merke ich gerade, sehr negativ belegt bei uns. Ihr seid wirklich Alchemistin und Alchemistin. Und ihr könnt wirklich zaubern, ihr könnt Dinge transmutieren und vor allem eben eure Belastungen, schwierige Situationen, die werden zu Gold, wenn ihr es auf diese Art und Weise macht. Und eure Verbindung zu euch selber wird dadurch viel, 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 viel stärker. Und es ist wirklich so, dass ihr immer mehr zum Selbst werdet, indem ihr immer mehr diese Verletzungen und Altlasten aus der Persönlichkeit nehmt oder Alltag eben alles, was euch eben beschäftigt, schmerzt, trifft, wütend macht, traurig macht, ängstigt. Nehmt es und nutzt es für euer Labor. Nutzt es wirklich dafür, Ego in Seele zu verwandeln, zu transmutieren. Also herzliche Einladung dazu, das in der nächsten Woche zu machen. Und ich freue mich sehr, das mit euch zu machen. Ich freue mich sehr, dass wir alle da an dieser Stelle inzwischen sind, dass wir sagen, es geht viel leichter, es geht einfacher, aber es geht auch erst jetzt. Ich glaube nicht, dass das vor 10, 15 Jahren so gegangen wäre. Also bei mir definitiv nicht. Ich brauchte da wirklich so meine ganzen Schritte dahin und ich glaube auch kollektiv nicht. Deswegen jetzt ist eine gute Zeit zu sagen, wir steigen um von ich will es weghaben hin zu ich akzeptiere und transmutiere es. Ich verändere es energetisch, ich heile es, indem ich es transformiere. Das ist was ganz Nachhaltiges und Sicheres und Gesundes. Ja, und mit diesen schönen Worten für heute, habt eine gute Woche. Mein Shop 2 ist jetzt fast fertig, also mit den schönen energetisierten und gesegneten und auch wirklich tollen Designs und Produkten eben, T-Shirts und Taschen und wirklich tolle Sachen. Ich werde ein eigenes Video hier bei YouTube dazu machen, ich denke Montag oder Dienstag, also im Laufe der nächsten Woche. Da zeige ich euch auch die Produkte und ich wollte jetzt nur schon mal so ein ganz kurzes darauf vorbereiten. Es gibt einen ganz tollen Rabatt am Anfang, da wird es dann auch eine Direktverlinkung geben und ich freue mich sehr, wenn ihr diese Produkte, der Firmenname heißt Sana Produkte mit Qi oder auch gute Energie zum Tragen, das ist der Untertitel sozusagen, wenn euch das genauso viel Freude macht wie mir. Dann hören wir uns nächste Woche. Gerne wieder liken, gerne abonnieren, gerne kommentieren. Ich freue mich sehr auch über eure alchemistischen Erfahrungen und wie euch das gelingt und wie ihr das genau macht und ja, wie eure Erfahrungen da sind. Ich freue mich, das sehr von euch zu hören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.